Wir sind hier bei der Terrasse. Terrasse der 10 Donner im Jadewald. Wir sollen einmal hier den Stab aufheben. Tötet uralte Geister. Blab, blab, blab. Ja, wir brauchen ja nicht in der Nähe stehen. Die kommen automatisch auf uns zu dann. Hier können wir mal den dann machen. Hallöchen. Oh, noch mehr. Oh, noch mehr. Komm zu mir. Fertig. Bereit zur Abgabe. Wo denn? Ja, genau. Schön auf ihn. Darf ich die Quest jetzt abgeben? Hallo. Ich will aber nicht nach Hause. Ach so, die. Ja, okay. Die Geister, Ritualartefakte. Bringt Peizi eine gesprungene Ritualschale, eine geruchsintensive Ritualkerze und einen Jadekong von der Terrasse der 10 Donner. Geistergefäße. Sichert 8 Geisterflaschen von den Schanze Geisterklauen auf der Terrasse der 10 Donner. Die verirrten Seelen. Verwendet den Stab von Peizi, um 10 verirrte Urahnen auf der Terrasse der 10 Donner einzufangen. Okay, wir müssen jetzt hier rüber. Die Typen müssen wir killen. Die haben die Geisterflaschen. Und die verirrten Urahnen, ich weiß nicht, müssen wir die erst klein hauen? Nö. Müssen wir nicht. Hallo. Geh in die Flasche. Ach nee, in den Stab. Wir sind ja hier nicht bei Aladdin. Ab in die Flasche. So, wir brauchen noch 5 Geister. 2 Flaschen. Deswegen bin ich auch auf Flaschen gekommen. Ja, ich bin vielleicht eine Flasche. So, den hier noch. Fertig. Komm, den killen wir auch noch hier drüben. Die haben wir auch alle. Hier drüben ist ein Gefäß. Ja, ich sag mal, durch die Wegmarkierung, dass mal gezeigt wird, wo genau was ist, ist WoW eigentlich jetzt für komplette Volltrottel gemacht worden. Man muss kein bisschen mehr nachdenken. Einfach, Entschuldigung, einfach nur immer der Markierung folgen. Ich sag mal, ich weiß, wo die ganzen Sachen sind, aber jetzt für Shadowlands, schwierig. Es nimmt ein bisschen das Gefühl vom Entdecken, weil man wirklich alles angezeigt wird. Das ist ja bei WoW Classic gerade überhaupt nicht der Fall.
Da muss man suchen. Man kriegt teilweise nicht im Questtext angezeigt, wo man hin soll. Schwierig. Ein bescheidenes Opferangebot sammelt 10 Gezeitennebelkappen im Gezeitenblickdickicht. Machen wir doch. Zurück zur Natur. Befreit 8 Tiergeister, indem ihr die Geisterflaschen im Gezeitenblickdickicht auf den Boden werft. Das sind wieder Worte. So, wir haben hier drüben an den Bäumen die Gezeitennebelkappen. Und hier haben wir, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, wir mussten die erst töten und dann das Ding hier hinwerfen. Ja, genau. Es kann natürlich auch sein. Du, komm mal mit. Da kann ich jetzt so machen. Das Ding werfen. Ach, der andere hat es gar nicht genommen, oder was? Ja, bei denen kann es natürlich auch sein, dass einer wütend ist und euch killen möchte. So wie der hier jetzt. Aber der zählt dann trotzdem. Hast du sie noch alle? Oh, ich freue mich schon so auf Shadowlands. Ich habe jetzt zwar Einladungen auch für die Beta bekommen, aber nö, möchte ich nicht. Wir haben bei Battle for Azeroth haben wir die Beta gespielt, also angespielt. Wir haben uns die einzelnen Gebiete mal kurz angeguckt. Aber ganz ehrlich, möchte ich eigentlich nicht mehr. Ich habe noch keine großen Berichte zu Battle for Azeroth gelesen. Ja, ich möchte mich eigentlich überraschen lassen von dem Add-on. Ich weiß nichts über die Pakte, die es da geben soll. Und deswegen kann ich vollkommen unvoreingenommen an das Add-on rangehen, kann alles neu entdecken. Das macht es eigentlich aus, so ein neues Add-on. Abgeben. Beenden. Eine Verbindung zwischen Erde und Himmel. Beschützt Pei-Chi während seines Rituals auf der Terrasse der 10 Donner. So, wir müssen jetzt darüber zu dem Altar. Also von mir aus kannst du direkt hier anfangen, ne? Also wir müssen nur warten, bis das Ding hier voll ist. Zwischendurch kommen halt ab und zu mal ein Mob an, den wir killen müssen. Hier zum Beispiel. Können wir auch nicht plündern, deswegen ist es egal, wo wir die killen. Ja, mit Shadowlands. Ich finde halt so ein Add-on, wenn man ohne irgendwas über das Add-on zu wissen, es anfängt zu spielen, hat man mehr Spaß dran am Entdecken, als wenn man wirklich die Beta komplett durchgespielt hat, hat alle möglichen Berichte gelesen. Ja, das hat nichts mehr mit Entdecken zu tun. Und das war halt auch bei Battle for Azeroth hier der Fall.
dass ich viel zu viel in der Beta gespielt habe. Und dadurch habe ich mir selbst den Spaß am Addon genommen. Und ja, diesmal nicht. Deswegen, ich freue mich riesig drauf. Vor allem, da es ja verschoben wurde, haben sie jetzt noch mehr Zeit, es zu verbessern. Kann eigentlich nur gut werden. Das Ritual ist gleich fertig. Sehr schön. Quest beenden. Ende der Pein. Bekämpft Shan Yitong und rettet Pei Zi am Sitz des Geistererweckers auf der Terrasse der Zehn Donner. Okay, das ist da drüben dann. Elite-Gegner. Oder auch nicht. Hallo. Ist er jetzt zu schnell gestorben oder was? Nein. Echt jetzt? Soll ich jetzt noch mal wegfliegen und wiederkommen? Da ist er. Wir machen das mal. Ah, jetzt kommt er auch noch. So, wir müssen da zu unserem Geist wieder zurück. Und einmal hier draufklicken. Und jetzt können wir auch gegen ihn kämpfen. Sehr schön. Ja, dadurch, dass wir ihn von Weitem gekillt hatten, keine Chance, die Quest so gesehen zu starten. Er steht jetzt wieder da oben. So, und wir nehmen, das ist ein ganz kleines bisschen teurer. Terrasse der 10 Donner abgeschlossen. Sehr schön. Dann können wir jetzt zum Jadesteinbruch, der direkt neben dem Tian-Kloster ist. Oh, ein Seba-Elite. Hallo, wo bist du? Bist du hier? Bist du der Seba-Elite? Hallo? Ja. Das war er mal. Wälder der Verlorenen. Grünsteinbruch. Hier unten ist, glaube ich, der Eingang. Ja. Hier ist der Eingang. Ich würde sagen, morgen geht's weiter.